Oh, Blaubeeren. Für den nächsten Blaubeerkuchen. Ja, herzlich willkommen zurück hier in Valheim. Der Ladebildschirm läuft noch, denn ich wurde gerade attackiert von Grauzwergen. Da ist einer. Können wir uns gerade mal packen, denn ich habe hier gerade noch einen getroffen. Einen Bekannten, einen alten Bekannten von uns. Komm doch mal her, du. Eierkopf! Oh, wir werden mal ganz schnell hier andere Pfeile auswählen. Denn ich habe neue Pfeile gebaut. Und zwar hier Feuerpfeil. Und wie ihr seht, habe ich auch den Helm updated hier, rüstungsmäßig. Da war hier ein paar Knochenfragmente. Und da, beim Hirschfellumhang waren auch Knochenfragmente notwendig. Wir marschieren jetzt mal dem Übel entgegen. Denn der war eben hier, der Kollege, dem wir mal ein paar reinhauen wollten. Jetzt kommt doch mal... hallo? Da ist er doch. Hallöchen. Boah. Haben wir kaum Schaden gemacht. Also die Feuerpfeile haben gar nicht so die Wirkung, muss ich sagen. Aber wir brauchen noch mehr von deinem Leder, Dicker. Komm her. Wir wollen dich auseinandernehmen. Du musst ja nicht uns auseinandernehmen. Ah! Der fällt ja Bäume vor uns. Dickerchen, bleib mal ganz cool, ja? Scheiße, einen von den wertvollen Pfeilen platt gemacht. Mano. Warum ist denn der jetzt schon wieder so bedient? Komm her, du. Also eigentlich habe ich was anderes heute mit euch vor. Ne, als hier mit so einem... blaublütigen Romulaner mich hier rumzuschlagen. Ja, hallo? Ja, was ist denn los? Wo denn jetzt? Wo kommst du denn? Oh, scheiße. Ist ja so... Der ist ja ganz schön stark, der Kerl. Bäm! Die maximale Bogenstelle. Es schickt er uns hier quer durch die Landschaft. Boah. Ich hasse dich. Geil, oder? Oh, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Hä? Oh, schon wieder ein Schwein, ey. Du Schwein! Also, ich brauche halt sein... Ich bin halt so gierig nach seinem Leder. Ey, da schlägt der Häuser halt kaputt! Ist ganz schön fies, der Alte. Also, springen ist sehr schlecht. Das kann ich euch gleich sagen. Habt ihr ja gesehen vielleicht. Ist total... Mal ein bisschen rennen ist okay, aber... Oh. Ey, diese... Die Pfeile, die taugen ja gar nichts. Alter. Hallo. Oh. Und? Oh, er hat Schaden genommen. Er hat tatsächlich Schaden genommen. Ey, sonst will ich lauter Wildschweine haben. Und heute kommen sie alle. Ach. Oh nein. Nicht schon wieder. Alter, jedes Mal, wenn ich am Essen bin. Komm her, du. Komm her. Komm her! Jawohl! So, jetzt dürft ihr alle kommen hier. Ihr Schweinchen. Ha? Oh Mann, Alter. Ich kriege echt nochmal die Krise. Kommt her! Also ich glaube, bevor mal so ein Troll angreift... Komm, wir sammeln erstmal ein hier. Jawohl, Trollleder, ey. Bevor man so ein Troll angreift, sollte man vorher unbedingt Honig essen. Seht ihr, wie die Anzeige jetzt hochgeht? Weil so schnell findet man die Tasten ja gar nicht.
Dieses Dorf müssen wir uns auf jeden Fall auf der Karte markieren. Tut mir leid, dass ich in den letzten 5 Minuten nicht ganz so viel jetzt geredet habe. Ich wollte ja eigentlich mit euch woanders hin, aber das machen wir jetzt trotzdem. Hier, dieses Dorf markieren wir uns mit einer Raute oder so. Hier ist zwar alles kaputt. Sag bloß, da war Birkenholz dabei. Es sah fast so aus. Wir werden hier in diese Chest die wichtigen Sachen alle reintun. Alles, was wir hier so haben. Also, denn ich habe ja was vor mit euch. Wir müssen erstmal das Dorf jetzt hier notieren, denn wir sind auf einem Punkt auf der Karte, wo wir noch nicht waren. Aber ich habe einiges für euch vorbereitet, also bleibt dran hier. Warte mal. Dorf mit Sternchen. Oder machen wir eine Raute? Ja, eine Raute sieht besser aus. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen vom Kurs abgekommen. Das Dorf untersuchen wir jetzt natürlich nicht, das werde ich wahrscheinlich alleine machen. Aber es freut mich natürlich, dass ihr auch heute wieder bei Professor Fox dabei seid. Arnulf Fox natürlich. Wie Arnulf Fox hier den Trollen das Fürchten beibringt. Wahrscheinlich eher nicht. Also das Problem ist, ich hoffe, wir schaffen es noch rechtzeitig dahin, wo ich hin wollte. Ich habe nämlich gemerkt, wenn man aufnimmt, bei Dunkelheit hier im Spiel, das ist gar nicht so schön anzusehen, weil man hat dann... Sind sie wieder. Bei Dunkelheit hat man nämlich das Problem, dass man nicht viel sieht. Also auch hier im Spiel geht es, aber ich habe mir mal meine Videos ein bisschen angeguckt. Also es war wirklich grausig dunkel. Und ich denke mal, wir werden leider auch in der Dunkelheit erst im Dunkelwald ankommen. Das war jetzt leider ein bisschen unschön geplant, aber wer kann auch... wer vermutet denn, dass jetzt gleich wieder hier ein Troll ankommt? So ein Trollomat! Lass mal eine Himbeer reinfahren. Oh ja. Ich hoffe, dass jetzt noch einer kommt. Weil ganz ehrlich, warte mal. Ich glaube, wir haben hier schon mal einen erledigt. Kann das sein? Oder getroffen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen, ich wollte eigentlich mich ganz woanders hin. Ich kann jetzt eigentlich die Karte mal kurz aufrufen. Warte mal, ich zeige euch das. Und zwar hier sind wir, Kupfer ist direkt vor uns. Ich habe hier ein paar Sachen gefunden. Wir werden die Grabkammer da oben besuchen. Auf jeden Fall. Digga, auf jeden. Da räumen wir mal richtig auf. Oder die räumen uns auf, wie auch immer. Ja, hier ist ein lustiger Turm. Da gehen wir heute nicht hin. Da war ich neulich und hatte Spaß. Ja, das sind halt diese, die Pfeil-Johnnies, also die Knochen-Johnnies sind hier gar nicht mehr im Moment. Komisch. Ich hab irgendwie das Gefühl, wenn man die erstmal platt gemacht hat, dann verschwinden die. Also, oder kommen die erst nach einer Weile wieder? Ich weiß es ja nicht. Boah, ist so geil hier, oder? Ich muss immer wieder sagen, es ist einfach geil. Einfach stark. Kein viel Natur. Arnulf Fox ist nämlich ein richtiger Naturfreund. Also, ich meine, das bin ich auch. Was man der Natur nicht antun muss, das muss auch nicht sein. Zwergenattacke hier. Ach, ein Grauzwerg nur. Naja, gut, komm her, du. Ey, du Feigling, komm her, ey. Was geht ab mit dir? Ja, unsere Rüstung ist schon viel besser geworden hier eigentlich. Oh, aber ey, guck mal hier. Wenn wir eine draufkriegen, wir kriegen gar nicht mehr so viel Abzug. Komm her. Ja, geil, da kann das ja weitergehen. Wir können uns ja mal von einem Troll schlagen lassen, das meine ich ernst. Also jetzt einfach eine draufgeben lassen auf die Nase. Na gut, wenn der natürlich mit seinem Baum um sich schlägt, gell. Oh Mann, hier oben würde ich gern mal alles erforschen, ey. Aber hier ist ja so kalt. Da hat Arnulf gleich die Hosen voll. Im Gebirge. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Mitten in der Natur hier. Erstmal was essen. So, wir laufen jetzt Richtung Nordosten. Also bleibt dran. Wir sind gleich da. Wir räumen jetzt in der Grabkammer auf. Ein bisschen mehr Richtung Nordosten hier. Da hinten, der Punkt, da oben rechts, der Punkt, der in diese Richtung geht. Dort, oben, dort. Richtung halt, Richtung, ja, Richtung. Das hier ist eine Trollhöhle. Oder? Ja, da habe ich schon notiert. Da gehen wir heute nicht rein. Also eine Begegnung reicht mir erstmal im Moment.
Muss ja nicht gleich übertreiben. Oh, Blaubeeren. Für den nächsten Blaubeerkuchen. Attacke auf den Blaubeer. Ah! Kuchen! Was haben wir denn hier gefunden? Oh, noch mehr Grabkammern, ey. Ja, nehmen wir die erstmal. Oh, kommen sie schon. Oh, Leute, die gehen ab, ey. Vielleicht konnte ich das letzte Mal nicht mehr notieren, weil ich ziemlich im Bedrängnis war. Grabkammer. Ja, kommt nur her hier. Grabkammern. So, Freunde, jetzt geht's ab hier. Freunde des Häckseln. Bäm, Alter. Ich zeig dir was hier. Ja, wo willst du denn hin? Abzug 7. Okay, das ist aber auch... Da fliegt er fort. Brutale Knochen hier, ey. Was war das? Ist das eine Stütze oder was? Jetzt seht ihr natürlich auch nicht so viel, gell? Vielleicht sollte ich die Pilze erstmal hier stehen lassen. Hier findet man sehr wertvolle Dinge. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich sehe nichts. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Da scheint es eine Art Spawning Point zu sein. Wow. Ach, das ist dieser Pfeil, Johnny. Ja, hallo, Digga. Schieß ruhig, während ich schlage. Genau. Dann kriege ich nämlich voll die Ladung, ey. Immer die schönen Knochenfragmente einsammeln. Und hier kommt was ganz Wichtiges. Ich weiß gar nicht, ob sowas schon mal hier eigentlich ist. Ein Surtling-Kern. Neues Material. Jetzt können wir endlich solche Öfen bauen. Das ist ja ultra geil. Und hier liegen auch lauter Sachen rum. Wir können ja auch mal die Fackel nehmen. Ich habe extra eine Fackel mitgenommen. Guckt mal hier. Ach, wir können den Schild trotzdem nehmen. Wie können wir da Fackel auch schlagen? Bernstein. Ach, was haben wir hier noch? Rubin. Oh, wir haben Rubin gefunden. Aber kein Rezept. Also, wir können jetzt einen Schmelzofen bauen, wenn wir genügend Surtlingkerne finden. Aber wir haben ja da oben noch eine Grabkammer, wo wir uns austoben können. Was haben wir hier noch? Ja, die Sachen sind fast nicht zu sehen. Ich finde das toll, ey, dass man hier so suchen muss, ey. So richtig suchen, ey. Brutalmäßig suchen hier. Vielleicht mal was essen? Also den Honig möchte ich mir gerne aufheben. Übrigens habe ich noch eine Bienenkönigin eingesackt. Der voll auf die 12 gehauen. Also ihren Kollegen da voll auf die Birne gehauen. Ah. Ah, beim Schlagen nutzt sich die Fackel ab. Na, dann wollen wir mal vorsichtig sein. Aber was passiert eigentlich mit diesen Klappergestellen, wenn man sie ansteckt hier? Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Jupp. Haben wir schon ausgeräubert. Habe ich in die Truhe eigentlich reingeguckt? Ich bin ein Hornochse. Hat man die Truhe da reingeguckt. Also es ist jetzt nicht so gefährlich hier. Es gibt hier einen von diesen Kollegen, dem sollte man vorsichtig gegenüberstehen. Ja? Der kommt mit Sicherheit auch gleich. Schnell rein. Also ich möchte jetzt hier nicht Level abmachen, aber hier, ich glaube, aus diesen Dingern hier spawnen die. Die Fackeln, kann man da was rausnehmen? Kann ich mir da was rausnehmen? Münzen, ich wüsste zu gern, ach so. Ich habe gehört, es soll hier so einen Händler geben. Wow, shit, Alter. Komm her, du. Ey. Da schaukeln sie darum hier. Erstmal ein paar auf die 12. Und, Moment. Ah, jetzt müssten wir ja eigentlich schon bald alle komplett haben. Wie viele Kerne haben wir? 5 Stück. Ja, denn ich weiß ja zufällig, das habe ich extra für die besten Zuschauer dieser Welt schon rausgefunden. Wenn man 5 Surtling-Kerne hat, heißt doch Surtling oder Sattling-Kern. Ey, so ein Schwert würde ich mir gern machen. Dann kann man einen Schmelzofen bauen, glaube ich, und einen Kohlemeiler. Kohlemeiler ist dafür da, damit man Kohle herstellt aus Holz. Das erinnert mich jetzt total an Siedler, ey. Siedler, das war so geil. Das war so eine geile Zeit. Ey, Leute, wisst ihr eigentlich überhaupt, gibt es Siedler überhaupt noch? Also ich erinnere mich an Siedler 4. Das war so geil. Ich habe das Spiel auch immer noch. Ey, die Höhle ist ja riesengroß. Ja,
Genau. Das ist nämlich ein Spawning Ground. Und ich glaube, wir haben schon kaputt gemacht. Ja, da kommen diese Eierköpfe raus hier, diese Knochenheinze. Knochenheinze! Ich mache euch alle fertig. Kommt mal her hier, ich packe euch. Aber diesen großen Knochenheinz haben wir noch nicht getroffen heute. Hier kann man sich auch wunderbar verlaufen. Ich nehme einfach alles mit. Genau. Was ist das denn, ey? Kann man das abbauen? Also beschädigen kann man es. Holz! Toll! Super! Weg! Holz lassen wir mal schön hier. Was ist das? Achso, ich dachte, es wäre eine Tür. Nee, aber der Punkt ist einfach... Wir wollen hier alles ausräubern, was nur geht. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, aus welcher Richtung wir kamen. Ich glaube, hier waren wir. Hallo! Echo! Ist hier vielleicht irgendeiner? Ach so, was ich sagen wollte, genau. Der Skelett-Hannes, wenn ihr ihn seht, werdet ihr ihn... Ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, so einen gibt es hier nicht. Das ist so einer, der ist total... Da lag doch gerade was im Boden. Der ist total brutal. Der hat so ein Leuchten und so. Der ist auch nicht so ganz ohne. Wenn er vor uns auftaucht, dann werdet ihr ihn sehen. Ich hoffe, ihr seht wenigstens ein bisschen was. Aber diese Höhlen... Ich kann sie nicht beleuchten und euch gleichzeitig und auch gleichzeitig mir hier einen Kampf liefern. Das tut mir leid. Da müsst ihr das Display ein bisschen heller machen oder das vielleicht den Raum etwas dunkler. Aber wir gehen gleich wieder raus und gehen in die andere Grabkammer auch nochmal rein. Hier waren wir ja auch schon. Den Weg nach draußen manchmal finden, das ist auch ziemlich kitzlig halt, ne? Ah, ist er schon. Und auf der anderen Seite waren wir auch noch nicht. Hier könnte es sein, dass er hier vielleicht sich aufhält. Erster! Er hat mich nicht gesehen! Musst du schon die Augen aufmalen, Knochenhannes. Knochenhannes! Wow, das sind aber viele. Ja, die Pilze weisen einem ja den Weg. Ist immer dasselbe Zeug drin. Ja. Aber ich weiß nicht, es könnte so ein kleiner Endboss sein auch, der hier... Jawohl, im richtigen Moment den Schild gehoben hier. Mitten in die Knochenfratze hier. Ja, was hat der denn ja jetzt hier bewacht, liebe Leute? Was hat er denn jetzt hier... Den Schild haben wir ja hier noch. Genau, können wir mal so ein bisschen rumlatschen. Haben wir auch schon reingeguckt. Was ist das denn hier? Moment. Ja, die Truhe brauchst du nicht abbauen, Digga. Komisch. Sieht so aus, als wenn man das irgendwie abbauen könnte hier. Okay, weiter geht's. Wir machen das Licht wieder an hier. Machen die Funzel hier an hier. Das Geile ist ja, wenn man hier mit dem Schild halt rumläuft, kann eigentlich gar nichts passieren. Weil wir haben ja alles... Wow! Da ist er. Wir haben uns eingekreist hier. Was ist das denn? Ein Geist. Hey, ich habe Angst vor Geistern, okay? Geister mit einer Axt bekämpfen, ne? Hättest du mal gerne. Alter, ich habe noch nie einen Geist getroffen hier. Was ist denn das? Wir essen mal ein bisschen Honig. Ich habe keinen Bock auf irgendeinen Scheiß. Alter, ein Geist, hä? Boah, ich habe ja Angst vor Geistern hier. Da vorne ist noch... Ach, da vorne sind noch mehr Surtlingkerne. Surtlingkerne. Ja. Und die werden wir uns jetzt mal holen noch. Selbstverständlich. Geil. Das war wohl so eine Art Endboss, ja. Dieser Geist, dieser geistlose Partner hier. Da fange ich mal an, hier zu springen vor uns und jubel und freue mich total. Was steht hier? Ach, der Uralte, ja. Da ist der Uralte. Ist ein Endgegner. Und der hier unten, den hier unten. Na, nicht Ping, nein, nix Ping. Eiktür.
Den werden wir uns irgendwann demnächst, vielleicht in der nächsten Folge sogar, vornehmen. Ich werde das weiter vorbereiten. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, ihr seid nicht mehr bei allem dabei, was ich hier so mache. Sonst ist es vielleicht ein bisschen zu langweilig für euch. Geil, wir haben richtig viel eingesackt. Guck mal hier, 8 Stück. Geil, ey, total geil. Okay, und damit es euch nicht so langweilig wird, den Weg nach draußen finde ich selber. Ich mache jetzt hier einen Schnitt, ihr kennt das ja schon. Ich schneide mal hier. Und dann werden wir uns wiedersehen, sobald ich die andere Grabkammer erreicht habe. Denn draußen wird wahrscheinlich auch Nacht sein jetzt. Und nicht, dass ihr euch langweilt. Also Schnitt! So, da sind wir wieder. Professor Fox hat euch extra hier eine kleine Einstellung mit den Sternen und dem Dunkelwald im Vordergrund eingeblendet. Und wir sind schon da. Das ging ja eigentlich sehr schnell. Ja, das ist jetzt, sag ich mal, ich dachte einfach, es dauert länger und man hat hier draußen noch ein paar Gegner. Wir marschieren mal hier rein. Und jetzt wird es natürlich erstmal zum Kampf kommen. Das ist jetzt halt unvermeidbar. Aber ich denke mal, wenn jetzt hier nichts Wildes mehr kommt, dann haben wir vielleicht die nächsten Kerne und dann können wir in der nächsten Folge zu Hause schon was Schönes bauen, ey. Da seid ihr natürlich alle dabei. Oh, das flippt mir mitten in die Maske, in die Knöcherne. Also ich frage mich, ob wir mit diesen Pilzen mehr als nur Essen anfangen können. Ich weiß es gar nicht hier. Auf jeden Fall wird der Professor, der Arnulf, wird das natürlich probieren hier. Schön abgeblockt, Digga. Mitten in die Knochenmaske. Eine Skelett-Trophäe gesammelt, okay. Wir gucken erstmal, ob der Laden hier clean ist. Also, ob ihr alle clean seid oder ob ihr Drogen genommen habt. Und danach werden wir hier mal ein bisschen Licht machen. Man müsste hier irgendwie so eine Fackel aufstellen können. Also, die man, oder die Fackel selbst, die man dabei hat. Und, oh, da ist schon wieder was. Nee, ihr wisst schon, was ich meine. Dass man halt einfach Licht macht und schön abkassiert. Dass man hier schön Kasse macht. Naja, also, wieso tut er die denn nicht zusammensetzen, hier die Münzen? Ja. Hey. Entspannt euch mal hier. Tür zugemacht. Geht ja hier ab hier. Guck mal, wie viele Knochenfragmente. Wir haben 22 Stück, Alter. Das ist ja wohl echt der Hammer. Also da kann man halt... Ich höre Schritte. Ich sehe Sirtlingkerne. Ne, ich möchte gern 10 haben, weil dann kann man schon mal die Grundausstattung zu Hause bauen. Ach so, habe ich euch gar nicht erzählt. Ich habe noch eine Bienenkönigin. Doch, habe ich erzählt. Aber ich habe da auch gleich einen Bienenstock draus gebaut. Und ich habe mal getestet, wenn man die abbaut, man kann die tatsächlich... Haben wir schon reingehört. Kann man die tatsächlich nochmal... Uah, ich bin's! Der hat sich hinter der Tür versteckt, du Feigling, ey. Ey, das geht so ab. Wir machen mit Sicherheit auch gut Level ab. Wir sind ja hier in keiner bedrohlichen Umgebung, also kann man gerade mal gucken. Schlagwaffen. Level 8? Ui. Da hätte man vielleicht schon mal früher ein bisschen ab Level abmachen also sollen. Ich habe immer mit dem Messer gekämpft, weil das Messer mir irgendwie am besten gefiel, gell? Jo. Naja, gut. Autsch. Dafür kriegst du eine drauf. Nee, aber das ist halt... Wenn wir jetzt diese Sirtlingkerne alle haben... Und ich denke mal, wir werden auch genug haben. Einer fehlt noch in der Sammlung. Denn dann können wir hier tatsächlich... Geht's hier auch weiter? Also, dann können wir hier tatsächlich... Weil, seht ihr das? Sieht so aus, als wenn das verschüttet wäre. Man könnte da vielleicht weiter... Naja. Es geht jetzt darum, dass wir hier halt die Vollausstattung zu Hause bauen können. Und das habe ich ja vorhin schon erzählt. Also zurück zu den Honigbienen und so. Wir werden uns da mal so ein kleines Gebiet abzäunen, wo wir die Honigbienen, diese Zucht aufbauen. Ja, hier waren wir auch schon. Jetzt mal gucken, wo wir waren, wo wir noch hin müssen. Ja, und dann können wir immer Honig abzappen ohne Ende, denn man kann ja irgendwann dann noch mehr draus herstellen. Geschlossene Türen sind immer ein Zeichen von... dass wir noch nicht hier waren. Okay, alles klar. Voll der geile Scheiß hier.
hier? Skelettüberreste? Ach so, das heißt einfach Knochenfragmente. Okay. Wir probieren mal so einen Pilz. Ach so, der Magen ist immer noch voll. Okay. Toll. Toll, Arnulf. Super. Schieb dir doch mal so ein Ding rein da. Meine Fresse, ey. Stell dich nicht so an hier. Ach, übrigens möchte ich YouTube auch gerne mal danken. Nicht für die vielen Zuschauerzahlen. Dafür nicht, nein. Nein, YouTube, ich möchte dir danken natürlich dafür, dass ich mich erstens mal hier verirrt habe. Was ja meine eigene Schuld ist. Und zweitens, dass diese komischen Spam-Leute, dass die mal aufgehört haben, überall zu spammen. Es gibt so komische Leute, die ständig irgendwelche automatisch generierten Kommentare in unter die Videos stellen. Und das ging mir ziemlich auf den Nerv. Also das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Lauter so komische, ja, nennen wir sie mal Computerfrauen. So Bots, ja. Da ist er, unser letzter Sudlingkern, den wir noch brauchten. Geil, ey. Jetzt können wir bauen hier, Leute. 10 Stück. Ja, wir sind jetzt hier wieder am Eingang. Ich würde sagen, wir waren auch, glaube ich, überall, oder? Ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen verlaufen. Das macht aber nichts. Ich glaube, hier ist nichts mehr. So, da ist das Licht. Arnulf geht jetzt nach Hause. Die Folge hat auch lange genug gedauert. In der nächsten Folge könnt ihr wieder dabei sein. Und dann werden wir, da werde ich ein bisschen was vorbereiten auch. Und dann werden wir hier diese Ofengeschichte und so weiter bauen. Da könnt ihr staunen oder gespannt sein, was da auf uns zukommt. Ja, Arnulf, deine speziellen Blauausrüstung. Ach, die werden wir auch auftunen natürlich. Bis dann, freut mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.